Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast 2 A New Beginning. Schau mich nicht so doof an. bevor wir allerdings loslegen wollen, wollte ich noch mal eben kurz nachschauen, weil wir haben ja wieder, genau hier drin war das, wir haben ja wieder neue Sachen eingesammelt. Die Batterien, hatte ich die jetzt? Ah ja, genau, das war zum Freischalten. Speichert eine zusätzliche Energieladung für den Jetpack. Ist natürlich nicht schlecht, aber was ist das nächste? Schwerkrafthilfe? Drücke in der Luft L oder halte nach Sprüngen, um die Schwerkraft zu verlangsamen. Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich das hier erstmal. Und wir hatten doch noch von irgendwas anderem. 300, okay, da können wir auf jeden Fall noch einiges machen. Weiche einen Moment, einen Angriff oder Projektil im letzten Moment aus, um gleichzeitig die Zeit zu verlangsamen. Halte X gedrückt, um deinen Nahkampfangriff aufzuladen und einen mächtigen Schlag auszuführen. Das wäre natürlich nicht schlecht, vorausgesetzt, ich denke daran. Sofortschild. Wenn du kurz bevor du Schaden nimmst, LB drückst, um den Schild zu aktivieren, wird er aufgeladen. Ja, aber das macht er doch jetzt auch, oder nicht? In aufgeladenem Zustand ist das Schild unzerstörbar. Das hört sich gut an, aber was ist denn da drüber? Der Schild hält noch mehr Schaden aus, bevor er zerbricht. Kann ich aber beides machen. Dann würde ich das auf jeden Fall. Und was war die andere Seite? Verbessert Rüstung weiter, verringert erlittenen Schaden. Genau, dann mache ich das auch. Und dann können wir demnächst nämlich die anderen auch nochmal machen. Was ist das da drüber? Erhöht den Nahkampfschaden. Ja, gut, okay. Den hätte ich vielleicht auch nochmal erhöhen sollen. Das war die andere Seite. Schalte die Fähigkeit frei, deine Waffenmodule in der Waffenanzeige zu verbessern. Okay. Na gut. Okay, aber dann haben wir erstmal soweit alles. Das war, glaube ich, jetzt auch nicht so weit entfernt. Nö, ich denke mal, das wird reichen, wenn wir hier am Strand entlang fliegen. Was ist denn hier das Blaue? Ist das das hier? Nee, da sind wir jetzt gerade dran vorbei. Aber was ist das jetzt hier? Eine Muschel. Ich habe eine Muschel gesammelt. Na gut. Das soll genau hier sein. Hä? Hier ist aber kein blauer Punkt. Okay, also was das jetzt gerade war, keine Ahnung. Oh, halt. Dich sammeln wir natürlich auch noch ein. Was ist das? Ja, was soll das wohl sein? Was für eine schlaue Frage. So, halt, stopp, 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 stopp. Hier war jetzt gerade auch noch was. Und weiter geht's. Das sah aber irgendwie gar nicht so weit weg aus. Aber jetzt gerade sieht es doch weiter weg aus. Moment, Moment, Moment. Wir sind gleich da. Schieß in das erste Larvenloch, um die Fentilope anzulocken. Was muss ich denn da hin? Ach, da hinten ist die Straße. Ja, toll. Das dachte mir jetzt. Okay. Oh oh. Wo ist denn die? Ach, die sitzt da oben. Okay. Trifft das nächste Loch. Das nächste Loch. Wo ist denn das? Da kommen sie. Ja, nix. Da kommen. Oh, da kommen sie. Die Richtung stimmt nicht. Ja, doch. Die Richtung stimmt schon. Hier ist es blau. Hä, Moment. Das ist aber das Dorf. Hä? Moment. 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 Irgendwas ist hier nicht richtig. So, das eine haben wir. Das mit dem Anlocken wollen wir gerade machen. Hat er das jetzt noch drin? Achso, das mit dem Fischen müssen wir auch noch machen. Fällt mir gerade ein. Fentilopenweibchen locken. Habe ich das jetzt rausgeschmissen gerade? Moment. Hallo?
Cursor, du darfst gerne weitergehen. Mission nicht mehr markieren, doch. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso kam die denn jetzt? Also, mich hat ja jetzt der blaue Pfeil hier hingeführt. Nein, nicht da lang. Da ist das Weibchen, nehme ich mal an. Das ist der falsche Weg. Nee, ist es eben nicht. Aua. Och, nee, komm. Dein Ernst jetzt. Ja, genau. Hä? Weil ich jetzt gegen die Brücke gesprungen bin, oder was? Hä? Was war denn das jetzt? Bin ich jetzt gestorben oder hat er das kaputt gemacht oder wie auch immer, weil ich über die Brücke, also gegen die Brücke gesprungen bin? Hä? Ja, trifft das nächste Loch. Wäre gut, wenn ich wüsste, wo das nächste Loch ist. Ist sie denn jetzt schon da? Nutze deinen Scanner. Ach so. Ich muss das dahin machen, oder wie? Hä? Ich denke, ich soll die zum Dorf führen. Ach so, dahinter. Okay, ist da. Aber verstehen tue ich das jetzt gerade nicht. Weil ich dachte, ich sollte die zum Dorf führen. Oh. Nicht, dass ich jetzt sterbe, weil ich im Wasser bin hier. Also irgendwas war da gerade nämlich sehr komisch. So, da ist das nächste. Oh. Och, Mann. Willst du mich hier eigentlich? Alter. Ich kriege hier die Krise. Nicht, dass ich jetzt wieder hier kaputt gehe, weil ich da, ne? Och ja, komm. Das nächste. Ja, wir halten aber auch was aus hier. So, was ist das nächste? Das ist von der anderen Seite, oder? Oh, nee, komm. Alter. So, wo ist das nächste? Boah, diese Mistviecher, die halten aber auch was aus, ey.
das nächste ist da. Oh Gott. Ich kann das blaue Illidium nicht einfach hier lassen. Hä, was für ein blaues Illidium? Wovon redet er? Ach so, Belohnung 15 blaues. Okay, verstehe. Ist er das? Ja, ne? Unser Vögelchen zwitschert im Gehege ein Liebeslied. Glaube ich zumindest. Ich bin eher ein Metal-Typ. Du bist aus Metall? Wie die Invasoren? Nein, was ich meinte ist... Ach, vergiss es. Ich hab dein Ventilopenweibchen. Die Jod seien gesegnet. Danke. Ich sollte mich bereit machen. Sicher umkreisen schon Männchen das Dorf. Die Ventilopen bringen das Leben Nassapa zurück. Wie zähmt man so einen riesigen Kuckuck? Es geht um die Bewegung. Zum Glück nahm ich als junger Talaner in Kisar Tanzunterricht. Alles Paletti mit dem Weibchen? Keine Ahnung, was du meinst, aber sie produziert bereits Ventilopenöl. Das ging schnell. Was weißt du über Ventilopenöl? Die Weibchen sondern es ab. Während der Paarungszeit riechen die Männchen es aus weiter Entfernung und kommen angerannt. Oder besser, angeflogen. Guck mal in die Ventilopennester oder in das Gehege, in dem ein Weibchen aktiv ist. Dort findest du es. Sind Ventilopennester leicht zu erkennen? Ja, um Sapa herum sind sie gut sichtbar. Doch wenn du auf Ventilopenöl aus bist, kannst du auch in meinem Gehege nachsehen, wenn ein Weibchen sich darin aufhält. Die Paarungszeit ist in vollem Gange. Du könntest Glück haben. Das hört sich so eklig an. Das Dorf Emea braucht deine Hilfe. Sie züchten in den Baumwipfeln eine spezielle Pflanze namens Quort. Und sie benötigen ein paar Ventilopen, um sie zu bewässern. Sie würden dich bezahlen. Ich kann den Ventilopen beibringen, das Wasser aus den Seen, um Emea auf die Pflanzen zu gießen. Aber deine Sorkins sind in Sapa nutzlos. Hier handeln alle mit Gütern. Was willst du dafür haben? Ich habe einmal diese clevere Ventilope gezähmt, die gut darin war, mir seltene Federn zu bringen. Sie brachte sie mir aus der Gegend bei Sapa. Manchmal flog sie sogar nach Emea oder Bida. Was ist mit deinem fliegenden Freund passiert? Die Invasoren haben auf sie geschossen. Sie hatte Angst und flog weg. Sie sammelt immer noch wunderschöne Federn, bringt sie aber nicht mehr her. Sie bringt sie zu ihrem neuen Nest. Es liegt auf dem höchsten Baumwipfel, den ich je gesehen habe. Ich nenne ihn den Federbaum. Ich bringe dir die Federn, wenn du dafür Ventilopen für Emea zähmst. Abgemacht? Absolut. Wir sehen uns. Okay, wegen dem Öl, hat er gesagt, soll ich mal nachgucken. Aber wie kriege ich denn das Öl hier? Es liegt doch nicht einfach hier rum. Ist das nicht hier dieses, wo die eigentlich drin sein sollte? Da hinten ist noch was Blaues. Da ist auch noch was Blaues. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ist das hier eine Hütte drin? Verfolgtes Ziel. Was? Ich kann mir hier gerade gar nichts einstellen. Zähmt wilde Ventilopen. Lockt Männchen an. Achso, das dauert jetzt eine Weile. Okay. Du musst erst weitere Informationen ansehen. Da haben wir soweit alles gemacht. Das ist fertig. Dann weiß ich gerade nicht, was das jetzt noch für ein Ziel sein soll. Keine Ahnung. Nee, da ist was. Was ist denn das? Ich trage schon zu viel herum. Rotes Hedium, da trägt er doch nicht von zu viel rum, oder? 200? Das war aber das... Ja, was war das denn? Was ich zum Schießen brauche?
Lässt sich nur mit fortschrittlicher nutzen. Das ist als Munition für Gewehre. Ja, genau. Okay, dann können wir das jetzt im Moment auch nicht aufheben. Alter Schwede. Kamen die jetzt alle da raus? Okay, wir haben... Finde den geheimnisvollen Ort. Und... Irgendwas hier hinten. Das sind dann wohl... Ach so, das ist das, glaube ich, was mit den Leuten hier zu tun hatte, ne? Und das ist Makari-Federn sammeln. Wie war das jetzt nochmal mit dem... Kann ich nur Standort markieren? Kann ich aber nicht zu reisen, oder? Von hier aus? Da muss ich doch irgendwie... Nee, Schnellreise zum Dakota. Das kann ich doch machen. Weil das wäre näher dran. Ach so, ich muss noch was machen. Sag mir das doch. Sagt mir das doch. Okay. Hä, wieso finde die... Wie finde die Altäre? Ich dachte, das ist das mit der Aufgabe, die ich gerade hatte. Verfügbare Missionen ansehen. Was ist denn mit dem Galent hier eigentlich? Das ist jetzt nur noch auf Standby, ne? Genau. Hä, aber ich war doch gerade bei der anderen Aufgabe. Finde den geheimnisvollen Ort. Das ist eine Truhe. Aber die Truhe will ich nicht öffnen. Oder hat das damit zu tun, dass das hier noch nicht weitergeht? Das kann natürlich auch sein. Dann würde ich gerne erstmal... Moment, was ist das? Ach ja, mit Baram über Bomben sprechen. Genau. Das wäre dann da. So. Da, wo ich jetzt bin, ne? Ja, dann reisen wir wieder zurück. Haben sie mich jetzt aber schön veräppelt hier. Okay. In dem Dorf. Wo genau in dem Dorf, wissen wir nicht. Aber macht nichts. Wir fliegen ungefähr hin. So, sollte theoretisch... Achso, hier unten. Irgendwas war da auch gerade noch... Irgendwas hat er noch angezeigt, keine Ahnung. Hey, Ram. Ich heiße Baram. Nennt man dich auch Kat? Kat? Gefällt mir. Aber nein, du hast recht. Wo finde ich Ventilopenöl? Gute Frage. Ich kenne mich eher mit Fischöl aus. Wusstest du, dass Fischöl während der Hochsaison perfekten Hautschutz gegen Mondstrahlen bietet? Leider riecht es nicht besonders. Schreckt während der Oka-Stop die Frauen ab. Das beantwortet meine Frage nicht. Oh, Entschuldigung. Ventilopenweibchen sondern das Öl während der Fortpflanzung ab. Mehr weiß ich dazu nicht. Yunair kann dir sicher weiterhelfen. Habe ich auch gedacht, aber der will mir nicht sagen, wo ich das genau herkriege, also beziehungsweise wo das Nest ist. Yunair kann weitere Ventilopen ziehen und sie zu Sturzbombern abrichten. Dafür brauchen wir aber noch die Bomben. Meintest du nicht, du hättest da eine Idee? Lange vor meiner Erfindung des Paddels hatte ich diese Idee, mit Sprengstoff zu fischen. Lass mich raten. Es war kein Bombenerfolg. Es war die reinste Katastrophe. Doch die gleichen Bomben könnten dem Gegner viel Schaden zufügen. Wo kriegen wir die her? Materialien für den Bombenbau sind schwer zu beschaffen. Ich hatte meine Proben von den Bergarbeitern in Desan. Dann höre ich mich mal in Desan um. Kennst du dort jemanden, mit dem ich reden kann? Keine Ahnung, ob er die Eroberung von Desan durch die Invasoren überlebt hat. Doch ein Talaner namens Brom hat mir den Sprengstoff damals verkauft. Brom, alles klar. Er war Ingenieur, wie ich. Seine Passion war der Bergbau, meine das Fischen. Doch wir sprachen dieselbe Sprache. Womöglich wurde er versklavt. Es ist furchtbar, was die Invasoren in Desan angerichtet haben. Sobald wir einige eurer Ventilopenreiter zu Bombenpiloten ausgebildet haben, gibt es Rache. Ich kann es kaum abwarten. Rache ist aber nichts Erstrebenswertes.
Saleb ist echt komisch. Definitiv kein typischer Shammas. Saleb ist etwas Besonderes, so viel steht fest. Mit seinem Phandasma heilt er Tiere. Eine schöne Sache. Sag es nicht, Häuptling Tanak. Aber Saleb hat sogar mal einem Gamor das Bein geheilt. Kennst du den VC? Den Ventilopenclub? Saleb leitet ihn. Und Yunair ist auch Mitglied. Gibt es sonst noch jemanden? Nein, nur die beiden. Und der Club ist nur für Mitglieder, also keine Ahnung, was sie da auskochen. Ich bin wohl leider kein TVB. TVB? Talana von Bedeutung. Natürlich. Danke fürs Gespräch, Baram. Ebenso. Ja, Hunger. Ist bereit, Ventilopen zum Meer zu schicken. Ja genau, die Federn. Die Federn wollten wir ja eigentlich haben. Okay, also er geht jetzt automatisch hier rein. Federn sammeln. Ah, jetzt kann ich die erst annehmen. Aha. Ist aber trotzdem im gleichen Ort, oder was? Oh, ernsthaft? Leute. Ja, jetzt steht es nicht mehr drin, aber es ist am gleichen Ort, wo wir eben eigentlich schon mal... Boah, ey, da kriege ich die Krise. Eben sagt ihr mir, da soll ich nicht hin, dann soll ich da doch hin. Nee, das war das Falsche, so. Jetzt hat der mir natürlich irgendeine neue Quest gerade... Ach, hier oben haben wir auch noch... Och, du Schande, was haben wir denn hier noch alles? Ja, dann reisen wir jetzt nochmal dahin. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß... Ja, ist der Schrein, Nebenaktivität. Aber das soll trotzdem da irgendwo in der Nähe sein. Fange das Dings ein, um den Schrein zu öffnen. Also, die sagen, dass wir da die Federn kriegen. Also werden wir da jetzt auch hinfliegen. Ich bin mal gespannt. So, ich nehme die linke Abzweigung und dann halte ich mich immer links bis zum letzten. Bin ich mal gespannt. Und was war hier gerade? So, da noch links halten. Und dann hier beim nächsten, genau, jetzt hier gleich nach der Kurve rechts rein. Geh mir nicht auf den Sack, Vogel. Ach, das ist ein Vogel, okay. Oh, ja. Nee, 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 nee. Da kommen sie. Oh, fuck. Oh, fuck. Sind das hier alles Vögel, oder... Ach du Schande, wo soll ich denn hier jetzt die Federn finden? Da oben das Blaue? Kann das sein? Gibt es zwei? Oder sind das jetzt die Vögel, die hier abknallen? Da ist was? Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier reinzulaufen. Nee, das ist auf jeden Fall... Da kann auch kein... Okay. Noch ein Phandasma-Schrein. Zeit, war von dieses Energiedings zu schnappen. Nee, das interessiert mich jetzt gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die sind auf der Seite. Ach, das ist so ein Ding zum Springen. Och nee. Ja, wo sollen denn die... Wo sollen denn die Federn sein?
Der hat gesagt, bringt sie zu ihrem neuen Nest, aber... Sammle die Federn. Boah, kann man das hier irgendwie ausschalten? Moment. Ich will nicht den Standort markieren, ich will die Aufgabe. Moment, die Aufgabe ist... Ist die von hier mit dem Schrein? Nee, da können wir sie nicht rausmachen, ne? Oder kann ich da... Nee, den Standort will ich ja gerade nicht markieren. Oh. Wie finde ich jetzt da die Federn? Das Ding ist auch wieder nur zu springen. Ich will aber jetzt nicht springen. Moment, das sind so kleine Symbole. Vielleicht sollte ich doch mal springen. Wo ist das Ding jetzt gewesen? Da. Oh, das hört sich ja alles gar nicht gut an. So. Kamenei, ich hasse diese Viecher. Wo? Ist das Vieh? Lass mich in Ruhe. Alter! Wo ist das nächste zum Springen? Über mir? Och ja, natürlich kriegt er das da nicht hin. Einfach gerade hoch zu springen. Da. Ach, Federn, Federn. Du gehörst mir. Eine von drei. Okay, okay, okay. Das ist wieder so ein Scheiß hier. Das hat mir ja schon mal. Ich höre hier irgendwas fliegen. Okay. Dann. Wo ist das dritte? Da unten? Wirklich jetzt? Ah, da oben sind auch noch mal welche. Okay, ja. Ja, ist ja gut. Du sollst doch nur einmal noch nach vorne. So. So, tausche mit, ich drücke mal die falsche Taste, tausche mit ihm, Schnellreise, zack. Ach so, das ist, ich wollte gerade sagen. Ah, da unten ist er. Nein, geh runter. Runter. Ich glaube, er ist gerade beim Paarungstanz. Hey, Yuna hier. Hey, du.
Sieh dir diese bunten Federn an. Sind das die, nach denen du gesucht hast? Wunderschön. Da sind ein paar seltene dabei. Guter Fund, vielen Dank. Die sind eine gezähmte Ventilope für Emea wert. Zögere nicht, noch mehr zu bringen, falls du mehr Ventilopen brauchst. Danke, Kumpel. Ich weiß das zu schätzen. Ich sage Ihnen, dass die Ventilopen kommen. Wir sehen uns. Ist das jetzt dein Ernst? Ventilopenweibchen? Ja, weiß ich, aber... Was ist er jetzt im Auswählen? Mal gucken. Ventilope für alle Fälle. Ach, das ist das, was ich vorher nicht machen konnte. Zeigt ihr mir jetzt an, wo ich das endlich mal herbekomme? Das ist auf jeden Fall das Nest. Das ist nicht das Öl. Ja. Finde ich ja toll, aber wie kriege ich jetzt das Öl hier? Achso, da oben. Ah, ich Blindfisch. Hallöchen. So, was ist mit dir? Kann ich dich mitnehmen? Du siehst so gezähmt aus, dass ich dich mitnehmen kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Na gut. Also, Öl habe ich gesammelt. Verfügbare Mission. Fehlt noch was auf Zeit, glaube ich, ne? 10 wilde Ventilopen. Unentdecktes Ziel. Das haben wir soweit alles durch. Ich dachte eigentlich, er wäre schon soweit. Da können wir noch nichts machen. Mission verfügbar, haut drauf und eine zündende Idee. Dafür brauche ich... Ach nee, dafür muss ich aber noch woanders hingehen, ne? Ja. Okay, dafür muss ich noch woanders hingehen. Wobei, das könnten wir jetzt theoretisch schon mal... Hab ich das jetzt angenommen? Doch, markierte Mission. Okay. Die Frage ist jetzt nur, können wir Quest gemeistert... Einen Zapper suchen vor allen Dingen. Die Federn. Ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob der den jetzt rüberschickt. Oder ob der den jetzt nicht rüberschickt. Keine Ahnung. Mit Brum über Baram sprechen. Das wäre dann auf jeden Fall das nächste. Und das ist... das ist hier. Du warst noch nie an diesem Ort. Ja, das weiß ich auch. Da kann ich aber... Nee, da kann ich nicht hin. Doch, Schnellreise zum... wieso war ich denn noch nie da? Du warst noch... Standort ist zu weit weg. Aber ich kann direkt daneben hinreisen. Und dann von da aus quasi nach hier. Na gut, dann würde ich doch sagen, gehe ich da mal eben schnell hin. Ich brauche einen Daramon, um das Vertrauen der Almael zu erlangen. Ulukai, bist du da? Ja, Lias. Du klingst besorgt. Ich weiß, dass deine Priorität ein Treffen mit der Almael ist. Aber wenn du in Kisar bist, würdest du bitte nach meiner Tochter sehen? Ihr Name ist Ishana. Ich habe sie seit so vielen Zyklen nicht mehr gesehen. Sie fehlt mir. Ich sorge mich um sie. Ja, selbstverständlich. Ich werde sie finden. Ich vermisse sie so sehr wie ihren Vater Jan. Er ist während des Angriffs der Invasoren umgekehrt. Zusammen mit allen männlichen Dolotai. Sie waren unsere geliebten Partner. Tut mir leid, das zu hören. Ich wünschte nur, die Almael hätte seiner Warnung Beachtung geschenkt, statt die Dolotai-Wächter aus Kisar zu verjagen. So wäre Jan noch immer an meiner Seite. Ich werde sie herzlich von dir grüßen. Danke, Ulukai. Ich weiß zu schätzen, was du für mich tust. Keine Ursache. Slate Ende.
Ja, das ist jetzt so herzzerreißend gerade. Das wäre dann das hier, ne? Nehme ich mal an. Nee. Sprecht mit Marzo, um mehr über Pilam zu erfahren? Das ist jetzt wieder woanders. Nee, das ist doch hier drin. Nee, das ist wieder woanders. Hä? Die verwirren mich hier total, Mann. Standort ist zu weit weg. Aber da haben wir doch gerade eine Aufgabe bekommen. Moment, das war aber jetzt hier. Verfügbare Mission ansehen. Oh, die verwirren mich hier wirklich total. Mission verfügbar, zündende Idee. Die habe ich doch extra markiert. Kann ich nur eine Mission markieren? Das ist doch bescheuert. Na gut, lassen wir die jetzt erstmal drin, damit wir dann dahin gehen. Aber wir machen ja erstmal einen Cut, damit meine Verwirrung jetzt nicht noch größer wird hier. Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt noch dran denke, dass ich dann mit der Tochter sprechen kann. Oh, die verwirren mich echt total. Warum kann ich nicht einfach da hingehen, die Missionen annehmen und dann irgendwie 2, 3 Missionen auf einmal da drin haben? Das ist doch nicht das Schlimme. Dann kann man immer noch gucken, ah ja, da war noch eine Mission übrig und die mache ich jetzt weiter oder so. Aber so ist das doch doof, wenn man immer nur eine drin haben kann. Naja. Okay, wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut. Dann schauen wir mal, wie wir es irgendwie schaffen, um zum nächsten Gebiet zu kommen, wo wir hin müssen. Und dann wäre es natürlich ganz gut, wenn wir da vielleicht, bevor wir dann die Mission erledigen, auch gucken, dass wir dann da hinreisen können. Dass wir da so ein Tor hier noch geöffnet kriegen. Okay, was muss ich tun? Ja, das wissen wir alles. Das erkläre ich ja gerade. Dass wir da noch ein Tor geöffnet bekommen, dass wir da immer mit der Schnellreise hin können, weil ich nehme mal an, dass wir da öfter dann nochmal hin müssen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir hier wirklich wahnsinnig viele Aufträge erledigen müssen. Ich weiß auch nicht. Also in diesem ganzen Spiel. Es kommt mir alles so viel vor. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!